Wenn er sich gerade nicht mit Wissenschaft beschäftigt, widmet sich der Gentleman Scientist gemeinsam mit seinem Chat Geschichten. Was er dabei erlebt, das erfahrt ihr hier in Gentsy's Journal. Braucht immer einen Captain Obvious. Ich weiß nicht. Fuchs, normalerweise bin ich Captain Obvious. So. Oh, the stench. Hier gibt's leider auch nichts zu ausbexen. Warum habe ich denn jetzt Ausbexen gesteigert, wenn ich das hier nicht benutzen darf? Ich würde mich hier eine Stunde... Würde ich mich hier durchkrabbeln und einfach nur alle Gegenstände analysieren mit Ausbex. Okay. Hier sind noch mehr Leute. Wir müssen also aufpassen. Da sind noch mehr Leute. Wir müssen also aufpassen. Why don't you ask the captain? A reinforced container? That locks from the outside. Not commonly used to store mortal bodies. Haben Sie da Leichen reingepackt? Versucht jemand, die Leichen zu klauen? There are casings everywhere. And they're all large caliber. Ja, das hatten wir schon. Look, Mom. Do you see all those big holes? Yes. Given the number of impacts, there must have been a lot of people taking shots. It's a good thing holes can't hurt us, huh? Yes. It's a very good thing, Pumpkin. The people who did this wanted to make sure there would be no survivors. That much is clear. Ich möchte darauf hinweisen, dass, unser Töchterchen angefangen hat zu lispeln. Was unter Umständen daran liegen könnte, dass da gerade zwei Fänge im Weg sind. Weil sie vielleicht doch ein Appetitchen entwickelt hat. Geholzte Vampire. Ja, Letivi, ich gebe zu, es gibt Sinn. Ich finde aber auch geholzte Vampire klingt nach Eis am Stiel. Wir schlussfolgern. Wir untersuchen erstmal. Blood. Ja, danke. Captain Obvious. Donors were killed here. And not just one. Ja, okay. Dass hier viele Leute gestorben sind, das wissen wir ja jetzt. Hm, was ist denn hier? R.D. Richard Dunham. It's one of his old briefcases. I recognize it. A cassette tape. Who would use a thing like that, other than Richard? Ja, das ist wahr, dass Richard auf alte Technik steht. Haben wir ja nur schon rausgefunden. Maybe I'll find something I can play it with. Denn wir haben schon das Kettenbein eingesetzt, seht ihr? A floppy disk. Another relic. What could be on it? It could be important. Vor allen Dingen ist es wichtig, das zu sichern, bevor da jemand anders drauf nachguckt. Glass of wine with traces of cherry flavored lip gloss. Okay. Wisst ihr, wie sicher Disketten sind? Kein Mensch hat da mehr einen Auffall geführt. True. Wir müssen uns mal den Kirschlipgloss merken. Das ist garantiert ein Hinweis, wir wissen nur noch nicht wofür. I'll stay here, Mom. Thanks, Pumpkin. Sehr gut. All right, guys. Listen up. The feds
are taking over the investigation. So don't touch a thing. Put all the stiffs with stakes through their hearts out on the balcony. Stakes. They'll take care of them. All right, go. You know what you have to do. Shit. I have to find Richard and fast. All said and done, it's probably better that the feds are handling this case. They have more resources to solve it. Yeah. Also sind tatsächlich Leute mit Schnitzeln Pflöcken in ihren Herzen. Hier werden sämtliche Vampire, die hier vor Ort waren, oder zumindest einige, diejenigen, die nicht zu Staub zerfallen sind, werden jetzt gerade abtransportiert. Das ist was, was wir natürlich versuchen müssen zu vermeiden, soweit es geht. Weil es handelt sich ausnahmslos um Vampire, die unter dem Schutz von vom Prinzen stehen. There's a note. Ringgold, hallo, schön, dass du reinschaust. Die Profis haben alle 98 Disketten für Monkey Island. Sind das so viele? Das wüsste ich jetzt tatsächlich gar nicht. Mein lieber Edward, wie du weißt, war ich in letzter Zeit ziemlich beschäftigt, aber heute Nacht habe ich endlich ein wenig Zeit für uns beide. Als Dankeschön für deine Geduld habe ich eine kleine Überraschung mit Himiko organisiert. Ich das weiß, dass wir uns schon lange nicht mehr treffen konnten, aber wie du weißt, waren die Verhandlungen für diese historische Wiedervereinigung äußerst kompliziert und wir haben lange gebraucht, um einen Kompromiss zu finden, dem beide Seiten zustimmen konnten. Wenn du mir meine Absenz verzeihen kannst, möchte ich dich einladen, dich um Mitternacht zu mir zu gesellen. Eine Freundin wird sich dort mit uns treffen. Du kennst sie wahrscheinlich nicht, aber da du so sehr auf Fesseln stehst, wirst du ihr einzigartiges Talent sicher zu schätzen wissen. Chara. Okay. Der gute Edward hat in seinen späteren Tagen offensichtlich spezielle Vorlieben entwickelt. Too much information. Edward, Himiko. Jara. I wonder what surprise Jara had in store for him. Himiko's business card. Boston's Queen of Ropes. Himiko Izanami, Kinbaku-Meisterin, Jahrhunderte alte Kunst im Dienst der Lust. Okay. Okay. Ja. Für alle, die es noch nicht begriffen haben, es geht um Bondage. Ganz eindeutig. Helft mir einmal kurz mit Namen. Edward ist bisher nicht verzeichnet. Himiko ist bisher nicht verzeichnet. Also es handelt sich auf hier. Jara ist verzeichnet. Wie hieß ihr Erzeuger-Liebchen Kurt? Der ist es also nicht. Okay, dann habe ich gerade keine Ahnung, wer Edward ist. Das ist okay. Ich habe das Gefühl, mit dem stimmt was nicht. Herr Doktor, ich glaube, wir machen mal ein MRT. Traces of cocaine. I guess it was that kind of party. Jeez. Talk about overkill. Judging by what's left, that used to be a vessel. Torn to shreds by bullets. Wenn das Kugeln waren, alter Falter. Looks like it was made by a shotgun blast. Okay, das we're not talking 12 gauge, but something bigger. Someone wanted to make sure there would be no survivors.
Okay, Kokain und eine richtig große Knarre. Mhm. In my entire career, I've never seen anything like it. Ja, die Scheibe ist auf jeden Fall gut durchlöchert. Wo ist Jonathan Reed, wenn man ihn mal braucht? Feind für eine Bluttransfusion. Ja, ich glaube allerdings, die wird ihn auch nicht mehr retten. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Only federal operatives and their assets are allowed in this area. Sorry. There's so much evidence to collect. Mhm. Dust. No. Smells like burnt leather. Ashes. Frag mir jetzt nicht, da kommt schon der Heli. There was a container here earlier. Ja, LR3 steht jetzt wahrscheinlich draußen. Ich hoffe, hier gibt es kein Zeitlimit. There's been wine in this glass. And there's a trace of lipstick. Cherry lip gloss? Yuck. Okay, cherry lip gloss. Same scent as on the glass in the lounge. Ja. Ist ganz schön umtriebig und auf unterschiedlichen Gläsern. Only federal operatives are allowed in this area. Sorry. Ja, okay, ich weiß, ich darf da nicht durch. Das ist okay. Den kann ich essen. Ich will ihn aber nicht essen. Ich will mit ihm reden. Hey, Central Dispatch sent me over to help. Captain Paulson. But you can call me Chief. Sure thing, Chief. Right. You heard the orders? I... Everything we find at the scene needs to be shown to the feds. Got it, Chief. And the balcony is off limits. Ja, na dann, go for it. But you don't seem too thrilled about that. Am I wrong? Is it so obvious, officer? It's the first time in my entire career, and 30 years is a long time, that I feel like we're babysitting a crime scene. Babysitting? We've been ordered to secure the premises, lend our experts, and not ask any questions. Das ist fishy. Das ist sehr, sehr fishy. Der Tief ist so dermaßen irritiert von Jungs. Verstehe ich. Ich stelle auch fest, ne? Sie haben keine unterschiedlichen Farben, aber eins ist immer groß und eins ist immer klein. Das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, falsch gesehen. But why can't we go outside? The feds got here first. It's their rodeo. They secured that area to store whatever they decide to collect. FBI war zuerst hier. To get here that fast, they must have known. What they'd find. Exactly. Good point, officer. Usually, they show up after us if it's a new case, right? Because we're the ones who call them. But that wasn't the case this time. Not at all. They even seemed annoyed to see us show up. But then they must have thought... It's nice to have help processing the scene and collecting evidence. Oh, all right. So, what do we know so far? Lots of Vicks. It has all the makings of a drug deal gone bad. He's not buying it. But you have your doubts? I do. There's too many things that don't add up. Like what, Chief? Bodies in accelerated decomposition. Even some skeletal remains. Shit. Kindred were destroyed. My hunch is that the feds are investigating a cult. But it's none of our business. Wenn Vampire sterben. Wenn sie nicht verbrennen oder im Sonnenlicht sterben, dann verbrennen sie auch. Altert die Leiche nach. Die Zeit, die sie sozusagen ihren Todeszeitpunkt überzogen haben. Bist du nur 5 Jahre Vampir gewesen,
schrumpelt deine Leiche ein bisschen zusammen, ne? Diese ersten 5 Jahre Verwesung und ansonsten passiert nicht viel. Überziehst du 500 Jahre, also bist du 500 Jahre Vampir, zerfällst du de facto zu Staub, ne? Und dann die entsprechenden Zwischenstufen, je nachdem wie alt du bist. Und das, was er beschreibt, kann also ausschließlich bedeuten, dass, wie Leisha hier auch richtig schlussfolgert, Vampire, also Kindred, hier vernichtet wurden. Endgültiger Tod. Nix mit, wir träufeln da mal Blut drauf und die stehen wieder auf. Die sind weg. Und wir wissen nicht, wer es ist und wir haben auch möglicherweise keine Chance, das rauszufinden. Außer wir sammeln die zusammen. Die noch da sind und machen das dann per Ausschlussprinzip. Mama, Tully schreibt, das sind tatsächlich unterschiedlich große Pupillen und sieht es dann wie verschiedene Farben aus, war bei Bo genauso. Die Pupille hat sich nicht mehr zusammengezogen nach einer Verletzung. Ah, stimmt, ich erinnere mich. Ich wusste, dass er, glaube ich, nach einer Augenverletzung eine andere Augenfarbe hatte. Thanks for walking me through it, Chief. Das you report it to them if you find anything suspicious. Okay? I don't need their kind of trouble. Dass das was mit dem Pupillenvolumen zu tun hatte, also Durchmesser, wusste ich tatsächlich auch noch nicht. So. Leute, das stinkt doch hier. Und ich war es nicht. Okay. Irgendeine Chance. Mit Auspex was zu drehen. Hier der Kirsch-Lipstick. Ja. Das geht. Geiler Scheiß. Das wussten wir. Und hier können wir jetzt durch. So? Nothing. A reinforced container and some office supplies. That locks from the outside? No. Not commonly used to store bodies. But it sure smells like death in here. Yeah. Makes our morgue smell like a flower shop. You get a look at what they took out from the balcony? No, everything is boxed up. Ja, versteckt sich nicht vor uns. Wir gehen trotzdem erstmal hier gucken. Ah ja, ein Tete-a-Tete im Kopierraum. Wir haben einen Dietrich gefunden. Ist mehr als fishy. Ich glaube, es ist Kirschlipgloss. Verdunkelung durchdringen. Doch gut, dass wir Auspex gesteigert haben. Wow, what the hell happened here? Ach du Scheiße. Okay. Musik hat sich latent verändert. That sounds like Richard. Preparing vessels with injections. Donor, shot full of lead. She's wearing a Red Salon vessel's uniform. Ugh, I remember now. Retracted pupils. Even though she's dead. It's the effects of the drugs that Richard gives them to enhance her flavor. Wir sind übrigens ganz schön hungrig durch die ganze Ausbäckserei. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Okay. Ist komplett ausgetrunken.
kein gutes Zeichen, denn der zivilisierte Vampir macht das eigentlich nicht, ne? Denn wir wollen ja Sterbliche wiederverwenden, ne? Die wachsen ja zum Glück wieder nach. Dass sie hier komplett ausgetrunken ist, zeigt, dass irgendjemand sich entweder nicht unter Kontrolle hatte oder es eine Notfallsituation gab, in der mehr Blut gebraucht wurde. There's been blood in this glass. I never understood wasting vessels like that. Mhm. Gucken wir uns gleich an. Ich will hier vorher noch die Ecke. Vampir-Trickmensch aus anderer Vampir. Da war noch Pfand drauf, der hätte sich wieder füllen können. Richtig. Richtig. Was ist mit dem hier? Ganz eindeutig. Ah ja. Oh, SIS. Fuchs hat Bock auf eine Klausurfrage. Ihr könnt jetzt die Antwortzahlen in den Chat tippen. Ihr habt eine Minute Zeit dafür. Und am Ende wird aufgelöst. S.A.D. They even gave themselves a name. Ach, stimmt, das ist nicht das SAS. Da war nur das Symbol drüber. Es ist S.A.D., okay. He's dead. With gear like that, he's gotta be one of the men who hit us. Und Tali, du kannst dann einfach 3 in den Chat tippen. Müsste er dann registrieren. Bin mir aber nicht ganz sicher, muss ich zugeben, wie genau das funktioniert. Also es spielt im Grunde auch keine wirkliche Rolle. He's dead. With gear like that, he's gotta be one of the men who hit us. Bags bringen uns hier auch nicht mehr. Huch. Es lebt. Oh shit. Help me. Mom, is somebody there? Stay where you are, honey. Leisha, help me. That's Richard's servant. Natasha, keep your voice down. There are still people here. Shit, you don't look so good. Ach nee. Das sieht aus wie eine Shotgun-Treffer in die Brust, dass die überhaupt noch was tut. Liegt wahrscheinlich daran, dass sie ein Ghoul ist. Okay. Wichtig ist, was sie über die Party erzählen kann. Did you see what went down here? I was in the living room. There was a wall of fire on the balcony. With flamethrowers from the roof. They blew out all the walls. It came from all sides. They know who we are. They were shouting out numbers, checking off a list. Were they looking for us? Yes, they were. They know how to identify us. Okay. Wirkt jetzt erst, also auf den ersten Blick hätte ich gesagt Inquisition. Na, auch der SAD-Mensch mit dem Abzeichen, das kreuzartig ist, das wirkt wie Inquisition. Also eine sterbliche Organisation gegen Vampire. Dass jetzt aber das FBI kommt und anfängt, gepflöckte Vampire zu beschlagnahmen,
Das ist verdächtig. Jetzt kann man natürlich nicht ausschließen, ne, dass hier zwei Dinge gleichzeitig passieren. Ne, dass wir einen Inquisitionsangriff haben und jemand anders nutzt die Gelegenheit. Aber die Inquisition hätte die Vampire wahrscheinlich nicht am Leben gelassen? Irgendwas passt hier noch nicht zusammen. Do you know where Richard was? In a big bedroom. Miley, have you seen her? She was... Yeah. Went out to smoke. I take it slowly. Ja, wenn sie raus ist rauchen, hat sie es wahrscheinlich durch die Flammenwand nicht wieder reingeschafft. What did they do to you? We hid in here. I was with a vessel that Richard had prepared for the evening. Carmen. I was able to conceal the door behind us, but it was too late for Carmen. We were followed. But I got that son of a bitch. Will sie nicht zurücklassen, ist doch Verschwendung. Listen, the police and the feds are still here. Just hang in there until they leave and... Too late. It's too late. Richard will be proud of you. Mom? Yes, Pumpkin. It's all right. Glaubst du das wirklich? Was soll Hazel denn jetzt machen? Party war ein Köder für die Inquisition und jemand anders hat die Inquisition dann um die Ecke bringen wollen. Kann man jetzt nicht ausschließen? Ich könnte mir halt vorstellen, dass jemand versucht, die Inquisition als Werkzeug zu benutzen. Ne? Aber wenn ich versuchen möchte, Vampire leben zu erwischen, würde ich halt eigentlich gerade nicht die Inquisition reinschicken. Aber wer weiß. Ein Polaroid-Foto. Den Computer kann ich scheinbar nicht benutzen. Scheinbar auch nichts mehr. Hier, das sind Reflexionen an der Knöpfe. Okay. Im neuen Regelwerk schnappt die Inquisition die Vampire inzwischen auch lebend. Ist das so? Okay. Ja, okay, das ergibt wahrscheinlich irgendwie Sinn, ne? Experimente und Co. A glass that had blood in it. Okay, das hatten wir alles schon. Dann scheinen wir hier fertig zu sein. Mal ein bisschen drauf rumtrampeln. Ich hätte mir halt gern hier die Technik angeguckt, aber darf ich jetzt scheinbar nicht. Okay. Ich würde sagen, wir sehen mal zu, dass wir ein bisschen was zu beißen kriegen. There's even blood in the glasses. Ja, komisch, das mit dem Blut in den Gläsern. Also muss ich auch sagen. Nachdem wir jetzt den einen Auspex-Proc erst gekriegt haben, als wir wirklich, wirklich nah dran waren, würde ich noch mal kurz ein bisschen rumgehen. Wir hier noch was machen können. Ha!
Bevor wir das machen, würde ich gerne was trinken. Wir gehen nochmal ganz zurück an den Anfang. Weil ich nicht weiß, ob wir da nochmal hinkommen.